Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ruhrpott-Folge. Wir wollen uns heute mit der Selbstverwaltungsgarantie aus Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz beschäftigen. Warum müssen Planer sich damit beschäftigen? Weil der Nukleus unseres Planungssystems ist nun mal die Bauleitplanung und die Bauleitplanung gehört zur Planungshoheit, ist wesentlicher Bestandteil der Planungshoheit der Gemeinde und die beruht eben auf der Selbstverwaltungsgarantie in Artikel 28 Absatz 2 unseres Grundgesetzes. Also lassen Sie uns dieser Norm ein wenig näher treten. Den Gemeinden muss das Recht der Selbstverwaltung gewährleistet sein. So steht es ungefähr in 28.2 drin. Und dementsprechend müssen wir uns also damit beschäftigen, was diese Selbstverwaltungsgarantie ausmacht. Und dafür hat sich so eine Dreiteilung durchgesetzt. Wir beschreiben diese Selbstverwaltungsgarantie in drei Teilen, in drei Gehalte. Das erste ist die Rechtssubjektsgarantie, das zweite ist die Rechtsinstitutionsgarantie und das dritte nennen wir die subjektive Rechtsstellungsgarantie. Zunächst zur Rechtssubjektsgarantie. Wenn im Grundgesetz steht, den Gemeinden muss das Recht der Selbstverwaltung gewährleistet sein, dann ist klar, es muss Gemeinden geben. Ist jetzt vielleicht auch wenig überraschend, niemand würde es grundsätzlich in Frage stellen. Die Frage ist, oder das Problem ist häufig nicht, muss es Gemeinden geben, sondern was ist eine Gemeinde und muss es wirklich jede Gemeinde geben? Also lassen Sie uns der ersten Frage näher treten. Was ist denn eine Gemeinde eigentlich? Und eine Gemeinde ist eine Gebietskörperschaft. Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zeichnet sich dadurch aus, dass sie mitgliedschaftlich organisiert ist, anders als eine Anstalt. Eine Anstalt, da gibt es Nutzer, die haben wenig zu sagen und nur ein Nutzungsrecht. Das ist in der Körperschaft anders. In der Körperschaft gibt es die Mitglieder, die über das Schicksal der Körperschaft entscheiden. Die Gemeindebürger entscheiden, insbesondere mit der Gemeindewahl, mit der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl, also der Kommunalwahl, über die Geschicke der Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Gebietskörperschaft. Gebietskörperschaft heißt, sie muss ein Hoheitsgebiet haben. Das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, fast das gesamte Gebiet. Es gibt ein paar gemeindefreie Gebiete, aber im Übrigen ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland auch immer gleichzeitig irgendwie Gemeindegebiet. Und die Gemeinden müssen den Körperschaftsstatus haben. Das heißt, sie müssen Träger von Rechten und Pflichten sein können. Es muss also solche Gemeinden geben, die so organisiert sind, Körperschaftsstatus, Gemeindegebiet und mitgliedschaftliche Organisation. Es muss aber nicht jede Gemeinde, die bisher existiert hat, geben. Es gibt also aus Artikel 28.2 Grundgesetz keinen Bestandsschutz für jede einzelne Gemeinde und das muss ja wohl auch sein, weil wir kennen ja jede Menge Gebietsreformen, wo Gemeinden eingemeindet, aufgelöst, zusammengelegt, sonst wie worden sind. Wir reden deshalb von einer institutionellen Garantie. Aber aus der Selbstverwaltungsgarantie in Artikel 28.2 lassen sich dann Ableitungen im Falle der Eingemeindung treffen. Also der Gesetzgeber kann nicht einfach eine Gemeinde über ihren Kopf hinweg auflösen, sondern er hat dabei den Gemeindestatus im Einzelfall zu berücksichtigen, muss sie also dazu anhören und die muss gute Gründe, Gemeinwohlgründe dafür haben, dass die Gemeinde eingemeindet werden soll. Und dafür gibt es immer, da gibt es immer gute Gründe und weniger gute Gründe, das ist immer oder häufig streitig. Wir haben einen berühmten Fall, den hat der Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen damals entschieden. Das war der Fall der Eingemeindung Wesselings in die Stadt Köln, die letztlich dann vor Gericht gescheitert ist und die eigentlich schon aufgelöste Stadt Wesseling ist wieder neu erstanden. Gucken Sie sich das gerne an. Das ist im Deutschen Verwaltungsblatt, DV-Blatt, DVBL 1976, 393 abgedruckt. So viel zur Rechtssubjektsgarantie. Dann haben wir eine Rechtsinstitutionsgarantie. Rechtsinstitutionsgarantie meint, es muss das für die bestehenden Gemeinden muss es ein Selbstverwaltungsrecht geben. Und was ist denn das Selbstverwaltungsrecht? Und da unterscheiden wir zwischen verschiedenen Merkmalen, verschiedenen Bestandteilen dieser Rechtsinstitutionsgarantie, die kennzeichnet, was eigentlich Selbstverwaltung ist. Das erste und wichtigste, meine Damen und Herren, Selbstverwaltung erstreckt sich ausschließlich auf die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, also auf solche Sachbereiche, die den
Gemeindebürgern, gerade als Gemeindebürgern, gemeinsam sind. Zum Beispiel, klassischer Fall, wenn sich eine Stadt zur atomwaffenfreien Zone erklärt, dann trifft sie damit eine Entscheidung über verteidigungspolitische Belange. Und Verteidigungspolitik ist eben nichts, was den Gemeindebürgern gerade als solchen gemeinsam ist. Und deshalb ist das unzulässig. Wenn das unzulässig ist, wir reden davon ultra vires Lehre, also eine Kompetenzwahrnehmung außerhalb der eigentlichen Kompetenzen, der rechtlich normierten Kompetenzen, dann ist sie nichtig. Also wäre diese Entscheidung, sich zur atomwaffenfreien Zone zu erklären, von vornherein nichtig. Also es muss um eine Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft gehen. Das zweite ist der Universalitätsgrundsatz. Universalität heißt, im Bereich der eigenen Angelegenheiten kann sich die Gemeinde, ohne dafür einen besonderen Rechtstitel zu brauchen, jedes Themas annehmen. Sie hat ein Aufgabenerfindungsrecht. Das dritte ist, sie kann sich eigenverantwortlich dieser Aufgabe annehmen. Das heißt, im Rahmen der Rechtsordnung kann sie selber über Zweckmäßigkeitsüberlegungen entscheiden. Eigenverantwortlich heißt insbesondere auch, sie kann das mit eigenen Regeln unterlegen. Das ist das sogenannte Satzungsrecht. Schließlich das vierte ist bereits angesprochen. Selbstverständlich ist die Gemeinde als Hoheitsträger, also als Teil des Staates, wie alle anderen staatlichen Institutionen auch, an das Gesetz gebunden. Das heißt, der Gesetzesvorbehalt für wesentliche Entscheidungen, der gilt für die Gemeinde genauso. Wenn die Gemeinde also die Bürger mit bestimmten Geh- oder Verboten belastet, Steuer, Anschluss- und Benutzungszwang oder Ähnliches, braucht sie dafür eine gesetzliche Grundlage. Deshalb gibt es zum Beispiel den Anschluss- und Benutzungszwang und seine Voraussetzungen geregelt in jeder Gemeindeordnung der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man dann guckt, was sind denn so die typischen Bereiche, dann kommen wir als fünftes zu den Gemeindehoheiten. Und Gemeindehoheiten, dazu gehört zum Beispiel die Planungshoheit, aber auch die Personalhoheit, die Organisationshoheit, die Satzungshoheit oder die Finanzhoheit. Das sind die Bereiche, in denen eben typischerweise sich die gerade gekennzeichnete Selbstverwaltung niederschlägt, meine Damen und Herren. Die subjektive Rechtsstellungsgarantie am Ende bedeutet, dass die Gemeinde diese Rechte auch gegenüber Eingriffen des Staates vor Gericht wahrnehmen können muss. Und deshalb haben wir zum Beispiel die Kommunalverfassungsbeschwerde in vielen Landesverfassungsgerichtsordnungen, dass die Gemeinde vor dem Verwaltungsgericht, aber eben auch vor dem Verfassungsgericht die Garantie der Selbstverwaltung auch gegen andere staatliche Institutionen einklagen kann. Meine Damen und Herren, so viel für heute über die gemeindliche Selbstverwaltung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.